What the fuck? Hey Leute, SemiGer ist hier und so, und wir spielen heute wieder Let's Play LCPDFR, also wir spielen wieder LCPDFR, nicht Let's Play, sondern LCPDFR. Ja, wir sind halt mal als Sergeant, da gehen wir mal wieder. So, wir machen hier uns auf Busy. Ups, wir machen uns hier auf Busy und fangen mal so an. Ich habe zwar eigentlich die Keys disabled, haben sie aber anscheinend wieder enabled. Aber Lag halt noch mehr. Nein, das macht der Sergeant nicht. Ich hoffe, es läuft halbwegs flüssig. Irgendwie will man PC in letzter Zeit nicht so oft. Stone Weaker, nein. Ich schau mal, dass wir einen richtig guten Einsatz bekommen. Wisst ihr, ich habe einen richtig komischen Bug, und zwar wird mir angezeigt, ich habe 700 Megabyte frei, ressourcentechnisch, aber eigentlich habe ich mehr. Was heißt, das buggt bei mir, da gibt es ja dieses, dass man macht Available with Mem und dann halt einstellt, das funktioniert bei mir aber auch nicht. Nein. Himmel, Herrgott. Ja, heute noch. Meinetwegen. Das ist zwar left, aber lassen wir es. Nicht einfach stehen bleiben, Mann. Ja, ich hab so Schiss, Mann, weil GTA, ihr kennt's ja, es ist so crashanfällig und es crasht ziemlich oft. Weil es, ja, richtig crashanfällig. Oh, wenn ich hier rüberfahre, ist immer so eine Sache. Oh, ich liebe das. Und vor allem mit diesem ENB sieht es gar nicht mal scheiße aus. Also da leuchten die Lichter halt heller. Oh! Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Der Typ ist doch unten, Mann. Der steht da. Komm mal denn bitte dahin. Tür zu, Herr Sergeant, danke. Das ist immer so ein kleiner Trick, Escape, dann geht die Tür ja beim Fahrer zu. Lol, fällt hier eine Seilbahn? Lol. Also kann ich natürlich nicht stehen bleiben. Von meinem Auto wird mir nicht gepult, wenn ich jetzt hier kurz mal diesen Call... Okay, den mache ich nicht. Ich dachte, ich wusste nicht, dass es geht. Oh, leck, hat's der eilig. Den halten wir mal an. Nein. Fahr jetzt. Oh, Junge. Ich heiße nicht Billy, aber lassen wir es. Hey. So. Glück gehabt. Oh, Junge. Die KI in GTA war schon immer scheiße, aber in GTA 4 war sie richtig scheiße. Ist sie richtig scheiße, nicht wahr? Noch gibt's GTA 4. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, Ich habe jetzt ein Outro seit mehreren Folgen. Wie findet ihr das so? Ich finde es ganz cool, vor allem auch mit der Musik. Mal gucken, ob die Copyright bzw. halt GEMA von der GEMA gesperrt wird, weil das Lied ist von UKF Dubstep. Und ja, da muss man dann halt immer ein bisschen aufpassen. Aber wir werden das schon sehen. Mein Kollegen juckt das nicht. Der hat den Call zwar... Den Call bekommen nicht nur ich. Möchte ich mal meinen. Sir, LAPD, bleiben Sie doch bitte einmal kurz stehen. Wo bleibt mein Kollege? Ist jetzt weg. Hier eine Unter. Danke. Sind vollständig festgenommen. Angriff auf einen Polizeibeamten plus Widerstreckung gegen Vollzugsbeamte. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie können sich einen Anwalt nehmen, wenn sie sich diesen nicht leisten können. Wird ihnen einer von uns zur Verfügung gestellt. Kollegen, alles fresh bei euch? Ich weiß, ich habe eine andere Waffe als... Ne, ihr habt dieselbe Waffe, da war ja was. Da sind die Kollegen. Hoppala. Naja, das passiert. We have the suspect in custody. Abfahrt. Gut, dann machen wir jetzt mal Aufgaben, die zwar nicht Sergeant-mäßig sind. Ich weiß gar nicht, sind wir mit 2 Sternen und einem 2 Streifen und einem Stern Sergeant? Oh no, ich kenne mich da nicht so aus. Das können mir ja die Leute sagen, die sich damit auskennen. Da war ich schon ein bisschen vorbei. Alter, das Navi ist aber ein bisschen spät dran heute. Oh. Ich warte hier, bis die Kollegen eintreffen. Ja. Nicht wegrennen, Sir. Runter mit der Waffe. Mit der Waffe. Danke, Kollegen, dass ihr mein Auto gerammt habt und dann euch wieder verpisst habt. Er hat zwar die Waffe in der Hand, die ist zwar offensichtlich, aber wir durchsuchen ihn einfach. Danke. Danke. Ja. Komm, umdrehen. In diesem Fall habe ich festgenommen. So. Okay, Leute, ich werde jetzt nicht immer das mit den Rechten sagen, weil das könnte auf die Dauer, glaube ich, ein bisschen nervig werden. Ja, 10 Schuss. Hatte der nicht so eine Schrotflinte? Weil das ist meine, das weiß ich. Da ist er, Kollegen. Sind sie wieder weggespawnt, das sind wir auf der Map. So, wie gesagt, danke fürs Anfahren. Wird schon wieder Nacht, das gefällt mir nicht, weil ich habe sowieso schon so wenig FPS im Moment. Kann ich das jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Cleanen wir die Karre auch gleich mal. Watch the road. Stehen bleiben, bis ich losfahre. Was war das denn jetzt? Ist der gerade von... LOL. Never. Der ist ja gerade wirklich runtergefallen. Never, wie so ein Assi. Warum werde ich zu so weit weggerufen? Das ist so sinnlos. Da hinten, da hinten, da hinten. Ups. Da könnte ich zwar ein Boot brauchen. Ja, okay, das hat sich erledigt. Ich will jetzt ungern runterspringen. Ich hoffe, die Kollegen, die machen das. Das ist mir gar nicht eingefallen, ich habe vergessen die Dashcam zu aktivieren. Naja, als Sergeant kann man sich das schon mal laufen, würde ich meinen. Kein Auto weit und breit. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, sonst bleiben die Punkte auf der Map. Ich glaube, jetzt bleiben sie. Junge! Du willst nicht wirklich dich mit mir anlegen, oder? Runter mit der Waffe. Shots fired! Ich hab die Waffe. Jungs, ich würde aufhören, da kommt das News. News, regelt ihr das? Ups. So, das sind wir festgenommen. Alles, was sie sagen kann, wird gegen sie verwendet werden. Sie kennen das Geschmarr hier. Ja, seht ihr, die blauen Punkte bleiben auf der Map stehen. Scheiße gelaufen, aber... Da kommt ein anderer, ja. So ist das halt. Fat Cop. Es ist nur noch der eine da hinten. Seht ihr, meine FPS verschwinden. Deswegen stelle ich heute ausnahmsweise mal auf Deutsch, ja, auf Tag. Wieder mal. Ausnahmsweise wieder mal. So, noon. Und dann machen wir Real-Time Duration. Was ich aber sehr geil. Da hatte ich einen Crash. Könnte sein, dass es gleich wieder crasht, dann nehme ich nicht weiter auf. So. Extra Sunny finde ich sehr geil irgendwie. Ein Schuss und du bist. Ciao, Kollegen. Ich müsste mich mal anders nennen. Habe ich grün? Ah, ich glaube, ich habe grün. Yes. Oh, 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 oh. Junge. Ist, denke ich, Person hasn't move, weil ich weiß zwar nicht, was das da mit uns zu tun hat, aber ich denke, ich produziere einfach mal Code 2. Sorry, ich steh's wieder auf, ne? Wahrscheinlich unsere Kollegen, weil die so strunzdumm sind. Die Straße ist gesperrt. Switch to... Was hat sich da gerade geöffnet? Kann mir das jemand sagen? Okay, Sir, ich werde jetzt vorsichtig auf den Gehsteig steigen. Ich habe Angst. Oh Gott, okay, wisst ihr was? Sorry Leute, aber wenn es nicht richtig funktioniert, dann will ich das nicht machen. Aber die haben den jetzt nicht wirklich angefahren. Oh Gott, bringt mich weg von hier. Kommen wir in den Clacking Bell rein? wir gehen mal ein bisschen schneller. Ich glaube kaum. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich auf dem Map angezeigt werden. Hey Kollege. Probleme? Was ist denn los mit mir? Digga, der Typ hackt doch. Ja, ich brauche Unterstützung. Oh, fuck. Fuck. Was ist hier los? News. Er hat eine Waffe. Ach du heilige Scheiße. Waffe gesichert, Kollegen. Der Mann da hinten rennt weg. Schnappt ihn euch. Hab ihn. Nicht wegrennen, mein Guter. Wo gehst du hin? Okay, weg hier. Okay, Kollege, Leute, ich weiß nicht, habt ihr Southland schon mal gesehen? Southland ist ja meine Lieblingssendung. Serie, Entschuldigung. Leider habe ich da schon alle Folgen auf Deutsch gesehen. 4 Staffeln gibt es davon. Auf jeden Fall, da hat auch sich einer einfach mal ein Cop. War ein Cop. Hat sich da mit einem angelegt und hat ihn halt verprügelt. So, und das habe ich jetzt halt auch mal gemacht. Hätte er mich verprügelt, ja, ne? Ja, aber er hatte unendlich Leben, von daher... Von daher habe ich das Nurse gerufen, die hat das geregelt. Und trotzdem sind alle gestorben, die sich geprügelt haben. Und nicht weggerannt sind. What the fuck? This is control. I need a medical team for a medical emergency. Nee, bis ich die verschossen habe. Ganz ruhig. Weapons. Remove current weapon. Jetzt soll ich mir wieder was aus dem Kofferraum. So einen mache ich, denke ich, noch. Junge. Wieso sind manche Menschen so dumm und ziehen einfach eine Waffe? Der denkt doch echt... Also das nehme ich auf jeden Fall als Anfangsvideo. Das nehme ich für den Anfang. Das war nämlich richtig geil gerade. Jetzt ist die Frage, wohin geht's? Ich denke, das ist Code 2. Auf Brücken ist immer gefährlich, das habt ihr in der letzten Folge leider nicht gesehen. Vorverletzten Folge, ich weiß gar nicht, wie viel ich aufgenommen habe. Wo der Typ, der Titel heißt ja Raketenwerfer. Schatz feiert! Der will mich, der Typ. Need backup, fuck. Raus aus der Scheißkasse. Angriff auf einen Kopf. Danke für die Unterstützung. Gut, das war jetzt ziemlich kurz. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Aber ich will noch einen machen. Würde es eventuell mal eine längere Folge ändern. Ich weiß ja eh schon, was ich nehme. Yes. Ich weiß zwar nicht, was Intoxicated Person heißt oder Intox Person. Don't know. Ja. Wie, du schickst mich jetzt dann da vorne wieder raus, Alter. Ja, Arschlöcher. Alles klar. So. Kommst du vorbei? Nein, Straße gesperrt. Ups. So, Mist. Ja, da kannst du rennen, ne? Du willst ja nicht complain, Schlampe. Alter Junge, die habe ich doch voll getroffen. Die alte will. Da ist es gecrashed. Nee, doch nicht. Sie hat eine Waffe. Sie hatte doch gerade eine Waffe in der Hand. Das schaffst du schon. Hey! Durchsuch sie schneller! Alter! So, Schlampe, stehen bleiben. So, die nehmen wir jetzt mit, dann haben wir das nämlich geklärt. Sie läuft weg! Oh Junge, jetzt bevor sie weiterläuft. Du bist auch der größte Vollidiot, oder? Ja, hab sie. Ey, jetzt bleib hier. Jetzt bleib doch hier. Mensch. Ey, Alter, das ist mein Auto hier. Oh, Mann. Fahr jetzt. Du Arsch. Hey. Jetzt muss ich die Scheißkarre hier erst wegfahren. So ein Müll. Manchmal regt einem LCPDFR echt auf. Und vor allem dieses Policing-Scheiß-Skript ist ja eigentlich saugut, ne? Also, da machen wir jetzt noch einen Einsatz, weil die Folge halt wirklich ein bisschen länger ist. Mir aber auch scheißegal. Nein, Gott vor, perfekt. Macht mich jetzt am besten nicht wütend. Der eine hat's abgekriegt, das passiert, wenn man mein Fahrzeug volle Kanne zupackt. Dann hole ich mir wahrscheinlich auch wieder den Police Helper. Link hat nicht funktioniert. Ah, alles klappt. Yes. Das kann man doch nochmal als letztes übernehmen, denke ich. Ah, hier ist es eh gerade abgestürzt, von daher machen wir das jetzt noch soweit es geht. Und wenn es dann halt nicht mehr geht, dann, ja, also nach der Ding machen wir dann beende. Beende, ja, beende. Ah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus im Tunnel, wenn es blinkt. Weiter, 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 weiter. Hier leuchtet es gar nicht so krass, das ENB. Hat aber auch irgendwie was. Leuchtet zwar alles in der gleichen Farbe so ein bisschen. Ja, oh Gott. Und sobald wir jetzt wieder rausfahren, leuchtet es wieder richtig krass. What the... Das ist schon wieder die. So, Taser. Ups. Dieses... Achso, das ist ein Co... Ne. So, Mist. Oh nö. Sie hat eine Waffe. Ist er weg hier? Gut, Leute. Hier, wie man sieht, kann man eh nicht mehr machen. Ja, dann check ich mal schnell zu meinem. Oh Gott. Ich denke, das nächste Mal installiere ich wieder das Policing Script. Ja. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge wieder mal gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das heißt, Let's Play LCPDFR. Vielleicht sind wir nächstes Mal wieder in einer anderen Zeit. Vielleicht fahren wir nächstes Mal nochmal Los Angeles. Ihr könnt es entscheiden. Wenn ich nicht voraus aufnehme, aber ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer SemiGer. I seek you out.